Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Train Mechanics Simulator und hier haben wir bereits den Zug, den wir in der letzten Folge hereingeholt haben und ich bin mal gespannt, was der Wagen jetzt genau hat. Wir schauen nochmal in den Auftragenordner rein und ja, scheinbar sind einige Bauteile des Motors defekt für ihre notwendige Reparaturen durch Einkommen für Ausgaben 750. So genau, wir müssen jetzt das erste Mal im Bereich Motor schauen und dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen durchchecken gehen, damit wir wissen, um was es sich jetzt genau handelt, was hier alles defekt ist. Ja. Zumindest haben wir schon mal einen Teil davon. Würde ich sagen, gehen wir in den Zerlegemodus. Nehmen wir mal die Deckeln hier ab und dann schauen wir mal, was der Motor darunter so Problemchen mit sich bringt. Schauen wir mal, ob man irgendwas sieht, was schlecht sein könnte. Nee, das ist eigentlich alles gut soweit. Mal wieder in den Zerlegemodus. Vielleicht sieht man hier irgendwo etwas, was nicht gerade passen könnte. Seht ihr was? Was könnte defekt sein? Hier sieht alles soweit eigentlich gut aus. Das ist echt schwer. Ja. Schauen wir nochmal kurz in den Ordner rein. Wir haben die Ventilhaube gefunden, aber es sind halt noch drei Teile versteckt. Ja. Welche die sind, müssen wir halt herausfinden. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und ich glaube, die Aufgabe ist gar nicht mal so easy. Sieht aber auch alles soweit gut aus. Die Nockenwelle ist es auch nicht. Die Kurbelwelle, so, die Nockenwellen sind ja hier oben. Ja. Einfach mal alles durchchecken, würde ich sagen. Es hilft eh nichts anderes. Ich glaube, von den Hebeln ist es sicher nichts. Man müsste doch was sehen hier. Was defekt sein würde. Das sieht man ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das Spiel das jetzt nicht sichtbar kennzeichnet, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie gesagt, ein Test wäre super, so einen gibt es aber leider nicht. Dementsprechend müssen wir hier so durchschauen. Noch mal kurz in den Auftrag rein. Scheinbar sind einige Bauteile des Motors defekt für notwendige Reparaturen einkommen. Okay. Nee, er sagt uns nicht, dass hier. Ja, er sagt uns keine komischen Merkmale des Motors. Ist jetzt natürlich für uns mehr oder weniger suboptimal. So ist die Motorhaube. Ach du lieber Himmel. Könnte ja auch irgend so eine kleine Leitung hier sein. Das weiß man dann ja nie wirklich. Ja, dann kontrollieren wir einfach mal den ganzen Motor durch. Es hilft ja eh alles nix. Es ist echt schwer zu sagen, was hier kaputt sein könnte. Die Betonung liegt auf könnte, weil, ja, man sieht es ja nicht wirklich. Hier ist alles in Ordnung. Okay. Ah, hier hinten, das sieht mal nicht so gut aus. Ah, ist auch gut. Ach Mensch. Können wir nicht den ganzen Motor zerlegen? Gehen wir nochmal hier in den Zerlegemodus und schauen einfach nochmal, ob wir eventuell was finden, was ein bisschen mehr kaputt aussieht wie der Rest.
Putututu. Steht doch da am Hauptmotor, oder? Gebauteile des Motors sind defekt. Ja, okay. Das ist echt schwierig. Warte mal, ich glaube, hier habe ich was. Dann nehmen wir mal hier die Leitungen. Ach Mensch, ich dachte, vielleicht sind es die. Ja, dann einfach mal durchchecken. Der Motor ist dann nicht mehr ganz so easy wie der Rest. Aber das kriegen wir schon hin hier. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier im Arsch? Was ist denn hier im Argen? Kann man sich denn irgendwo Infos oder Tipps oder so einholen? Wisst ihr, was ich jetzt mal nachschaue? Der sieht mir auch ein bisschen rostig an. Nee, der ist auch in Ordnung. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was da im Arsch ist. Ich weiß es wirklich nicht. Nehmen wir hier mal die ganzen Deckel durch, vielleicht ist hier was kaputt. Leute, Leute, ihr werdet jetzt dann wahrscheinlich sagen, ja, okay, ich hätte es gleich gewusst. Ich bin aber ein bisschen zu dumm für. Immer doch ein bisschen bei der Diagnose schneller werden. Das wäre natürlich auch schon mal etwas hier. Das müsste doch normalerweise irgendwas Offensichtliches sein. Was ist denn das überhaupt? Griff für die Haube der Verbrennungskammer. Aha. Leute, ich check's nicht. Ich weiß nicht, was im Arsch ist. Warte mal, ist hier unten was kaputt? Sieht mich aber auch weniger so aus. Mann, das ist doch scheiße, wenn ich es nicht finde. Ach Gott, ist hier unten was? Ne, hier ist alles super. Aber das ist hier oben auch so. Also ich finde nichts, was hier nicht passen würde.
Ich nehme jetzt einfach mal hier das Ding ab. Okay, aber das war's nicht. Die Verbrennungskammern haben wir schon durch. Dann machen wir ja auch noch den Rest. Irgendwann müssen wir das Ding ja finden. Also sowas ist irgendwie ein bisschen immer deprimierend. Ich habe mich jetzt voll drauf gefreut und jetzt ist sowas. Aber ja, da müssen wir einfach jetzt durchsuchen. Das ist ja auch irgendwo eine Aufgabe des Mechanikers, den Fehler zu finden. Das werden wir natürlich auch machen. Fehlersuche ist immer auch irgendwo was Spannendes, auch im privaten Beruf. Aber ja, da müssen wir einfach ein bisschen durchglotzen. Schauen, dass wir das Ganze hinkriegen. Wäre doch irgendwo auch gelacht, wenn nicht. Wird nur noch ein Kolben und dann haben wir die auch alle durchkontrolliert. Alter, wenn es so ein Zündkabel wäre, ich würde glaube ich auszucken. Es wird auch so ein winzig kleines Miniteil. Hier ist schon mal nix, hier auch nicht. Es ist echt schwer zu sagen, ob hier irgendetwas im Arsch ist. Ah, hier haben wir was. Hier haben wir eine. Fehlt jetzt überhaupt noch was? Ah, nicht gefunden. Okay, eins geht noch ab. Was ist das eine Ding? Oh, hier ist, glaube ich. Ah, da haben wir's. Das heißt, hoppala. Wir zerlegen jetzt das Ganze. Ach Mensch, und ich suche so lang. Das habe ich echt nicht angesehen, Leute. Ihr werdet das wahrscheinlich sofort gesehen haben. Ja, ich brauchte immer ein bisschen länger. Aus dem Grund, ja, holen wir uns jetzt einfach mal hier ein bisschen was von der Werkbank. Und zwar müsste das hier das elektrische sein hier. Der falsche Reparaturtisch, falscher. Okay. Dann müssen wir hier beim mechanischen sein, anders geht's. Was? Das reparieren wir natürlich so. Die auch, weil ja, kostet nicht viel und erspart uns viel. Und teilweise 2% hat eine Chance auf 100% Reparatur. Seid mir nicht böse, aber das ist irgendwie komisch. Genau, wir gehen jetzt hier auf den Motor, setzen einmal hier das unten wieder zusammen. Was ich hier auch unbedingt zerlegen musste, um festzustellen, dass es doch nicht das ist.
So, dann setzen wir hier das Ganze wieder ein. Oder müssen wir nachher wieder die Kabel dran setzen? Machen wir besser gleich. So, dann laden wir noch die letzten zwei Kabel plus den Deckel drauf. Dann haben wir die ach so grandios verschissene Zeit, ja, wenigstens umhergebracht. Ja, wenn man ein bisschen besser schaut, würde man es gleich finden. Und ja, dementsprechend ist der Auftrag fertig und wir können das Ganze hier wegschicken. Wir kriegen wieder 2500 Dollar, das ist schon mal ordentlich. Aber nichtsdestotrotz ist es noch immer nicht das, was ich haben möchte. Wir setzen hier mal fort. Und dann schauen wir mal weiter, was die Reparatur. Okay, ich kann immer noch nicht springen hier im Spiel. Vergesse ich immer. Gehen wir einfach mal hier durch und schauen hier mal in die Werkstatt rein. Was wir noch so an Aufträgen haben. Ein Einwohner einer Stadt hat Rauch über eine der Stationen in der Vorstadt gemeldet. Prüfe, was die Ursache ist. Nee, da muss ich glaube ich ausfahren. Das lassen wir mal besser hier. Bei der Tesla möchte der Zugführer, dass der Motor ungewöhnlich laut läuft. Finde den Fehler und repariere ihn. Ich würde sagen, den machen wir heute noch. Und dann nächste Folge nehmen wir uns den nächsten Zug zur Brust. Tausche die Schwungräder aus. Jawohl, das machen wir doch. Das heißt, wir müssen hier auf den Motor. So, ich bin im Montagemodus. Gehen wir rüber, reparieren den Kollegen. Hoffentlich geht's. Ja, 100%. Das geht sich aus, Leute, das geht sich aus. Gehen wir gleich auf die andere Seite wieder, weil wir müssen dann eh wieder ins Büro rein, den nächsten Auftrag ranholen. Wählen wir aus. Kommt das auch noch dran? Dementsprechend ist der Auftrag abgehakt. Auftrag beenden. 1500 sind mehr auf dem Konto. Ja, würde ich sagen, einen Auftrag holen wir noch rein, oder? Einer geht noch. Einer geht noch. Ob wir den fertig machen, schauen wir dann. Aber erstmal hier. Auftragsnummer 11. Im Zug wurde ein Defekt der Bremsanlage festgestellt. Finde die defekten Elemente und repariere sie. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ein bisschen aufs Eingemachte, was die Bremsen angeht. Die haben wir eh schon lange nicht mehr hier repariert. Prüfe die Bremsanlage in der Lokomotive und führe die dementsprechenden Arbeiten durch. Und ich sehe da schon, da muss einiges hier mal weg. So. Schauen wir noch, was das hinten alles so an Schaden hat. Ja, ist gut, hat 91% und sieht so abgeranzt aus. Echt schlimm. Würde ich sagen, schauen wir hier noch drauf. Okay, haben wir 4. Wir schauen mal rein in den Auftrag. Da geht also nur noch. Ne, das geht gar nicht ab, oder wie? Wir nehmen es trotzdem mal weg. Wir schauen einfach mal. Wir gehen wie gesagt auf die andere Seite, da müssen wir nämlich dann auf den Hydrauliktisch gehen. Weil Bremse ist natürlich was Hydraulisches. Dementsprechend reparieren wir alles, wo wir die Chance haben, auf 100%. Das ist in dem Fall sogar alles, das ist sehr gut. Und ja, den einen müssen wir sowieso auf dem anderen Tisch reparieren. Hier haben wir auch 100%. Jawohl. Dementsprechend können wir das Ganze wieder verbauen.
So, dann laden den Kollegen hier rein noch festgeschraubt. Dann müssen die Kolben drauf. Eine Hydraulikbremsen so. Hier auch noch, dann können wir noch die Leitung draufsetzen. Dann ist das Ganze dementsprechend fertig. So, dann der Zugführer dürfte happy sein. Jawohl, wir haben auch seinen Rahmen nicht gesprengt. Dementsprechend kriegen wir 2000 aufs Konto. Und ich würde sagen, mit dem Anblick war es das wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.